Was für Vorstellungen hatten Sie denn, vor dem Sie in die Klinik kamen von so einem Haus? Ja, also ich habe mir das eher wie ein Krankenhaus vorgestellt. Mhm. Also, dass man hier im Krankenhausbecken schläft, dass die Böden mit Linoleum ausgelegt sind, es nach Bonawachs riecht und Desinfektionsmitteln. War positiv überrascht, dass es doch ganz anders ist. Also es ist eher wie ein Hotel oder wie man sich vielleicht eine Kurklinik vorstellt. Also man kann sich wirklich wohlfühlen hier. Die Zimmer sind gemütlich, wie ein Hotelzimmer eher eingerichtet. Böden sind mit Teppichboden ausgelegt und alle tragen eigentlich dazu bei, dass man sich hier auch zu Hause fühlen kann. Alle, ja, das ist gleich die Frage, wie Sie die Patienten erwartet haben und wie sie tatsächlich sind. Ja, also ich habe mir das eher vorgestellt wie in der Psychiatrie wahrscheinlich, also dass hier wirklich stark psychisch kranke Patienten unterwegs sind, habe mich auch ein bisschen vor denen befürchtet, was man so aus Filmen kennt, habe ich da so vor Augen gehabt und hatte richtig fast Panik, als ich zum ersten Mittagessen gegangen bin und wusste, jetzt lerne ich sozusagen meine Tischnachbarn kennen und war auch wiederum positiv überrascht. Es sind Menschen wie du und ich, die eben ein Problem in ihrem Leben haben, mit dem sie gerade nicht mehr zurechtkommen und wo sie einfach Hilfe benötigen, um es zu bewältigen. Und ansonsten ganz normale Menschen, mit denen man seine Freizeit verbringen kann und auch mal was unternehmen kann, auch schöne Gespräche führen kann. Also das hat mich wirklich beruhigt. Das ist auch ein wichtiger Punkt für die Therapie. Richtig. Und die Therapie selbst, wie war die? Also ich muss sagen, ich habe mir das weniger intensiv vorgestellt. Ich war, bevor ich hier zur Klinik kam, nach meinem Burnout-Zusammenbruch bei einer Psychologin über 3 Monate. Und das hat mir, weil es eben weniger intensiv war, also ich war alle 2 Wochen eigentlich nur dort, nicht besonders viel gebracht. Und hier habe ich das Gefühl, dass man sich direkt auf den Patienten einstellt, indem man sich sehr viel Zeit nimmt. Also in dem Anamnesebogen trägt man ja eigentlich alles, was einem zu seinem Leben einfällt, ein. Und es wird sich wirklich über 2 bis 3 Sitzungen Zeit genommen, den Patienten kennenzulernen und auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen zum Therapeuten. Und danach wird dann entschieden, in welche Gruppentherapien man zum Beispiel kommt. Und das finde ich sehr positiv, dass nicht jede Krankheit über einen Kamm geschoren wird, sondern wirklich individuell geguckt wird, was hat der Patient vielleicht sonst noch für Hintergründe in seiner Lebensgeschichte und darauf auf diese Basis dann entschieden wird, in welche Gruppen man kommt. Wie kann sich denn jemand, der Therapie in so einem Haus nicht kennt, die Therapie denn genau vorstellen? Was macht man denn da? Ich wurde in 2 verschiedene Gruppen eingeteilt, einmal in die Burnout-Gruppe, die sehr strukturiert ist, und ich habe mir das eher vorgestellt, Gruppentherapie, dass viele Leute irgendwas über sich erzählen, dass gefragt wird, wie man sich fühlt, aber dass nicht wirklich ein Aha-Effekt eintritt, sondern dass man halt gemeinsam mit anderen über seine Probleme spricht. Das war teilweise so, aber hauptsächlich ging es wirklich darum, über die Krankheit etwas zu lernen, über sich selbst etwas zu lernen, nämlich wo kommt eigentlich mein Verhalten her, was sind die Hintergründe, woran erkenne ich das bei mir selbst, dass ich in so eine falsche Schiene rutsche, und wie kann ich das beheben, wie kann ich mein Verhalten ändern. Das heißt, es gab auch Rollenspiele zu verschiedenen Themen oder Imaginationen, die ich persönlich als am effektivsten empfunden habe. Was sind Imaginationen? Eine Imagination ist eine Vorstellung, zum Beispiel von der jetzigen Situation oder von einer Situation in der Zukunft, wo man sich wirklich emotional in eine Situation hineinfühlen soll. Zum Beispiel, wie habe ich mich gefühlt, bevor ich hierher kam, und wie sehe ich meine Zukunft, wenn ich so weitermache wie bisher oder wenn ich eben was ändere. Und das hat mir einfach eine absolute Erkenntnis gebracht, dass ich da nicht hin möchte und was ich gerne ändern will, und hat mir in der Verhaltensänderung wirklich sehr geholfen. Dann bin ich noch in einer 2. Gruppe, emotionale Kommunikation. Da wird weniger Theorie behandelt, sondern wirklich Emotion behandelt, in Familienaufstellungen, was mir auch wieder
eigentlich den größten Effekt gebracht hat in der ganzen Zeit, in der ich hier bin, weil ich erkannt habe, in welcher Situation ich begonnen habe, in eine falsche Richtung zu laufen. Ja, ja. Also aus der Familie heraus noch. Genau, und der Therapeut, der diese Gruppe durchführt, hat uns auch so ein bisschen Theorie natürlich erklärt und erklärt, dass der Verstand viel schwächer ist als die Emotionen. Die Emotionen 7-mal so stark sind wie der Verstand. Und erst wenn es in der Emotion ankommt, eine Erkenntnis, man den Verstand sozusagen vielleicht auch besiegen kann. Und das, also die Erfahrung habe ich hier gemacht, dass es wirklich so ist. Einzeltherapie gibt es ja auch noch. Genau, Einzeltherapie gibt es auch noch. Da kann ich auch nur Gutes von berichten. Also 2 bis 3 Mal die Woche trifft man seinen Therapeuten, den Bezugstherapeuten, und bearbeitet eben verschiedene Themen aus der Biografie, die vielleicht schwierig waren, und erkennt auch hier wiederum, wo Probleme vielleicht in der Kindheit oder in der Jugend aufgetreten sind, die zum heutigen Verhalten beigetragen haben. Und ich würde sagen, so nach der Hälfte der Therapie geht man dann eben in die Verhaltenstherapie, wo man auch wirklich Übungen machen muss, um sein Verhalten zu ändern. Und ich finde es sehr schön, dass man das hier in der Klinikumgebung auch üben kann. Sieht, wenn ich mich so oder so verhalte, also konträr zu dem, wie ich mich zuvor verhalten habe, passieren eigentlich eher positive Dinge als negative Dinge. Ah ja, und das ist die richtige Erfahrung. Genau. Und diese positiven Erfahrungen kann man dann eben ins reale Leben mitnehmen. Also man wird hier sozusagen wieder auf die reale Welt vorbereitet. Hier befindet man sich ja schon irgendwie in einer Käseglocke, nenne ich es immer. Und sobald man hier rauskommt, fängt natürlich erst die richtige Arbeit an, aber man kriegt schon das Werkzeug, um es dann draußen wieder zu schaffen. Ja. Ich glaube, dass jemand sich das jetzt ganz gut vorstellen kann, der es noch nicht weiß. Ja. Was bedeutet jetzt so im Rückblick die Therapie für Sie? Also ich hätte nie gedacht, dass man in so kurzer Zeit, ich war jetzt 8 Wochen insgesamt hier, solche Fortschritte machen kann und so viele Erkenntnisse gewinnt. Ich bin hier angekommen und habe überhaupt keine Kraft und Energie mehr gehabt und gehe hier wirklich gestärkt raus und freue mich wieder auf das reale Leben außerhalb der Klinik. Was hat Sie verändert? Ich habe eine Umkehr in meinem Leben hier eingeleitet. Geschafft würde ich jetzt noch nicht sagen. Die richtige Arbeit kommt erst noch außerhalb der Klinik. Aber ich habe viele, viele Dinge erkannt, die mir sowohl für mein Arbeitsleben als auch für mein Privatleben sehr, sehr wertvoll sind. Ja. Also ich bin rundum zufrieden. Ja, dann wünsche ich Ihnen dafür auch viel Glück. Dankeschön.